Ralf Gorny hat in Colditz schon einiges erlebt. Doch was diese Woche passierte, war für den Betreiber einer Pension eine böse Überraschung. Mein Nachbar hat am Donnerstagmorgen festgestellt, dass hier ein Farbeimer liegt. Und da war eine Sprengvorrichtung drunter mit einem 20 cm langen Plastikrohr. Wenn das explodiert wäre, wahrscheinlich hätten wir hier einen Umkreis von 10 Quadratmetern, alles voll Farbe. Aufgrund dessen habe ich die Polizei angerufen. Später rückte sogar der Kampfmittelbeseitigungsdienst an, brachte Flüssigkeit und Zünder ins Labor. Egal, ob es ein missglückter Anschlag oder eine Drohung war, der Zeitpunkt scheint kein Zufall. Am Vorabend hatte sich Gorny im MDR kritisch über einen mutmaßlichen Drogendealer aus Colditz geäußert. Über die letzten 10 bis 15 Jahre hat er Gäste von meiner Pension belästigt. Er hat gesagt, ihr seid Ausländer und wir brauchen euer Geld nicht. Gemeint ist Uwe N. Der 26-jährige Kolditzer sitzt seit Ende September in Untersuchungshaft, weil die Polizei in seinem Auto diese 1,8 Kilo Crystal entdeckte. Der drittgrößte Einzelfund der Droge, den es bisher in Sachsen gab. Jahrelang war Uwe N. in der örtlichen Neonazi-Szene aktiv, wurde 2012 wegen brutaler Überfälle auf Andersdenkende verurteilt. Nachdem engagierte Bürger und Polizei gegen die Rechtsextremisten mobil machten, schien deren Dominanz gebrochen. Umso überraschter ist Pfarrerin Angela Lau von dem Sprengsatz vor der Pension von Ralf Gorny. Ich war erschrocken und bin traurig, weil ich auch öfters mal gedacht habe, es hätte sich in den letzten Jahren bei uns beruhigt. Während man in Colditz noch nach einer Antwort sucht, hat die Polizei intensive Ermittlungen aufgenommen. Wir nehmen die Sache sehr ernst. Das zeigt schon die Tatsache, dass das Dezernat Staatsschutz und das operative Abwehrzentrum in diesen Sachverhalt involviert sind. Und wir werden auch deutlich die Präsenz in Colditz jetzt wieder erhöhen. Ralf Gorny hofft, dass bald aufgeklärt wird, wer den Sprengsatz vor seinem Haus deponiert hat.